Jo, was geht ab, Fitnessfreunde? Heute ist Pulltag. Ich werde mal versuchen, von jeder Übung einen Satz aufzunehmen. Heute wieder gleiches Training, weil ich möchte sehen, ob ich mich genauso wie gestern irgendwie in irgendeiner Form verschlechtert habe. Nachdem ich ja beim Bankdrücken gestern verkackt habe, will ich mal sehen, ob heute die Kraft beim Rückentraining da ist oder ob da auch irgendwas schief läuft. Ist vielleicht nicht so gut für euch, das Gleiche immer zu sehen, habe ich ja schon erwähnt, aber ich denke, das ist trotzdem ganz, ganz interessant, meine Progression mitzukriegen, weil ich denke, oder ich hoffe, dass ihr euch davon dann ein Stückchen Motivation abschneiden könnt, also eine Scheibe Motivation abschneiden könnt, wenn ihr vielleicht seht, wie ich mich verbessere, wie ich meinen Körper verbessere und dass ihr dann das auch für euch umsetzen könnt. Yo, was geht ab, liebe Fitnessfreunde? Leider doch nicht alles aufgenommen, weil es war voller, als ich gedacht habe und es war ein bisschen blöd, da die Leute zu stören. Einige wollen auch nicht auf die Kamera, muss ich schon die Leute, die man direkt sieht, fragen. Und ja, außerdem weiß ich auch nicht immer, wo ich die Kamera hinstellen soll, weil ich auch manchmal alleine bin und da muss ich schon eine Position finden, ist nicht immer einfach, aber drei Übungen habe ich aufgenommen, eben gerade Klimmzüge, da bin ich gerade bei 15 Kilo, 7 Wiederholungen, 5 Sätze geschafft, also nächstes Mal wird gesteigert, dann die Rudermaschine, hier habe ich 65 denke ich mal, 3 Sätze, erstmal 55, dann 50 Kilo, dann 55 Kilo, dann 60 Kilo, dann 65 Kilo. Habe ich geschafft, glaube ich, 10-mal, 8-mal und 6-mal. Das heißt, nächstes Mal wird da auch wieder erhöht. Also ich habe nicht immer das 5-mal-5-System drin, sondern nur in den Hauptübungen. Danach habe ich 4 oder 3 Sätze. Meistens wird das Gewicht dann mit jedem Satz erhöht und die Wiederholungsanzahl verringert. So auch hier bei der Isolationsübung Bizeps Curls mit der SZ-Stange. Ich muss da echt aufpassen, ich darf unter keinen Umständen ins Hohlkreuz kommen und ich darf nicht mit dem Rücken kompensieren, nicht nur ich, sondern ihr auch, solltet das auch nicht machen, weil vor allem ich mit meinem Problem da mit der Bandscheibe und das solltet ihr euch auch nicht einfangen, bloß nicht, also nicht nach hinten lehnen bei der Übung. Dann habe ich im Gym eine gute Möglichkeit gefunden, wo man posen kann, und zwar auf der Toilette, und deshalb ein ganz kurzes Posing. Mein Körperfettanteil könnt ihr dann selber hier beurteilen. Ich würde sagen, ich komme langsam wieder rein. Ein paar Garnelen mit Kidneybohnen, Knoblauch, Chili, Nudeln werden dazu gegessen und Porridge schmeiße ich da gleich noch rein. Die Soße wird einfach eine Ölsoße. Ich habe hier richtig viel Öl reingehauen. Und zwar 80 Gramm, aber das ist mein Tipp an euch, die Italiener kochen richtig oft anstatt einer Soße einfach nur mit Öl, also meistens Olivenöl oder Butter. Und mein Tipp ist, kocht große Portionen, haut da richtig viel Öl rein, so wie ich 80-100 Gramm. Ich werde das dann durch 4 teilen und dann wird das Ganze dann dementsprechend nur eine Portion, nur 20 Gramm Fett haben. Und insofern wieder kein Problem für unsere Diät, für unseren Fitness-Lifestyle, sage ich mal. So, erste Mahlzeit des Tages. Und folgendes haben wir hier drin. Dann kommen wir auf 740 Kalorien, 30 Gramm Eiweiß, 100 Gramm Kohlenhydrate und 22 oder 23 aufgerundet Gramm Fett. Zum Dessert gibt es heute so eine Mischung hier, und was da drin ist, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier Dinkelflocken, 100 Gramm, die sind hier jetzt schon leer. Dann 20 Gramm Mandeln, 50 Gramm Knuspermüsli, 30 Gramm Schoko Crunchy Flakes oder wie die heißen, und 1 Scoop Impact Whey Protein. Für die, die neu sind, das hier gibt es in der Beschreibung unter dem Link meines Supplements, nennt sich Impact Whey Protein. Ich habe den geschmacksneutral, also geschmackslos sozusagen, 1 Scoop.
Und dann schauen wir uns mal von dieser Mahlzeit die Makros an. Ich zoome mal hier auf mein Handy und da haben wir 1100 Kalorien, 60 Gramm Eiweiß, 145 Gramm Kohlenhydrate und 27 Gramm Fett befindet sich hier drin, also ziemlich großer Nachtisch. Ja, noch mehr Kalorien, also noch kalorienreicher als mein Mittagessen. Da kommen natürlich dann noch 300 Milliliter Milch rein. Mein Bruder hat wieder hier seine Pancakes gemacht. Ich werde hier zwei Stück essen. Die sind jetzt irgendwie mit Latte Macchiato Geschmack oder so. Latte Macchiato Vanille Geschmack. Dadurch, dass das Impact Whey Protein Kaffeegeschmack hatte. Aber ich habe schon probiert und die schmecken richtig geil. Wir haben hier in den Pancakes, also in zwei Stück, sind 760 Kalorien, über 60 Gramm Eiweiß, 94 Gramm Kohlenhydrate und 17 Gramm Fett. Und deshalb komme ich heute noch, ja, habe ich heute noch zu wenig Energie, also zu wenig Kalorien und somit zu wenig Kohlenhydrate, also vor allem zu wenig Kohlenhydrate. Deswegen werde ich davon auch noch mal was essen. Ich denke, eine halbe Portion werde ich davon essen und das habe ich dann auch schon eingegeben. Ja, ich weiß ja, für mich fällt das gerade gar nicht schwer, wieder Kalorien zu zählen, weil ich habe das ja schon mal gemacht. Und dann werde ich diese folgenden Werte erreichen: fast 3000 Kalorien, Eiweiß ein bisschen mehr als ich wollte, Kohlenhydrate ja ganz gut, könnten ein bisschen mehr sein und Fett, also oberste Grenze. Ja, genau. Jetzt wieder mit Kalorien zählen. Ich hoffe, das bringt euch was, weil ihr wisst ja, was ich immer sage, wenn man sein Ziel wirklich kontrolliert erreichen will, dann sollte man Kalorien zählen. Deswegen habe ich auch wieder angefangen. Ich wollte ja Minimum 3000 essen. Also heute war so ein Tag, da konnte ich irgendwie nicht so viel essen, weil ich habe jetzt nicht mal so Hunger und dann muss ich noch die Pancakes essen und die Nudeln dann auch noch gleich essen. Aber der Tag hat ja noch ein paar Stunden. Es ist 20 Uhr. Ich bin immer so bis 2 wach. Also habe ich noch genügend Zeit, um was zu essen. Und wir sehen uns dann morgen, Fitnessfreunde.